Ich stehe gerade in Karlsruhe auf dem Platz, wo gerade eben die Kundgebungen zum Gedenken der rassistischen Morde vor einem Jahr in Hanau stattgefunden haben. Und für uns als Linke ist all das, was wir gerade gehört haben, hier von Betroffenen Verpflichtungen und Themen, die wir mit in den Landtag nehmen wollen, die wir dort endlich so präsent machen wollen, wie sie dort auch hingehören, nämlich der alltägliche Rassismus in dieser Gesellschaft, der Menschen mit Migrationshintergrund, der Menschen mit anderer Hautfarbe begegnet, der alltäglich strukturelle Rassismus in den Behörden, in der Polizei, aber eben auch auf dem Wohnungsmarkt und in unserem Bildungssystem. Das sind die Themen, die wir als Linke in den Landtag bringen wollen. Warum wir hier stehen, warum wir uns verpflichtet fühlen und mit denen wir gemeinsam mit euch durchstarten wollen, um in Baden-Württemberg endlich Rassismus die rote Karte zu zeigen und ihn auch strukturell anzugehen und zu beenden.